Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es nochmal um Lumina 4, denn ich habe jetzt eine Beta-Version zugeschickt bekommen von Skylum. Das heißt, wir können uns jetzt dieses Programm auch mal ganz unabhängig anschauen. Und heute wird auch ein neues Feature vorgestellt, nämlich der Portrait-Enhancer. Und das möchte ich dir alles zeigen und ich wünsche dir jetzt dabei ganz viel Spaß. Wir sind jetzt im neuen Lumina 4. Du siehst es hier oben auch, hier steht sogar Lumina 4. Also es sieht zwar noch relativ ähnlich aus zu Lumina 3, aber ein paar kleine Veränderungen gibt es dann doch auch schon im Interface. Und zwar geht es direkt hier los auf der rechten Seite. Ich bin jetzt hier schon in dem Bearbeiten-Modul drin. Das Bibliotheksmodul sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Hier kann man hin und her wechseln zwischen den einzelnen Ansichten. Hier ist jetzt die Grid-Ansicht. Dann kann ich aber auch in die Einzelansicht reingehen. Wir haben hier auf der rechten Seite unsere Ordner, unsere Alben und auch hier die intelligenten Verknüpfungen, würde ich es jetzt mal nennen. Alle Fotos, die Favoriten, kürzlich hinzugefügte Fotos, kürzlich bearbeitete Fotos und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier einfach mal auf die Schnelle probiert, meine Datenbank so ein bisschen auf Lumina 4 zu übertragen. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir jetzt hier mal ein paar Bilder rausgesucht, die ich bearbeiten möchte, denn wir haben ja hier eine Neuerung, die ich dir zeigen möchte, was ich ja schon im letzten Video zu dem Lumina 4 angekündigt habe, dass es ein neues Feature geben wird, was jetzt hier diese Woche angekündigt wird. Und heute darf ich sie ankündigen. Es geht hier um einen sogenannten Portrait-Enhancer. Und das natürlich auch wieder mit künstlicher Intelligenz. Ich werde jetzt anhand von mehreren Beispielen mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte dir vorher aber mal ganz kurz hier noch die Änderungen in dem Interface zeigen. Und zwar ist das Ganze jetzt hier ein bisschen aufgeräumter, wie du siehst. Also wir haben jetzt hier oben einmal den Ebenen-Tab und hier kann man jetzt auch die verschiedenen Ebenen wieder hinzufügen, wie man das vorher auch schon kannte. Darunter haben wir die Werkzeuge, wie jetzt hier zum Beispiel, dass wir das Bild croppen können, wir können es drehen, wir können klonen und stempeln und wir können radieren und wir können jetzt hier auch tatsächlich nochmal die Profilkorrekturen quasi anwenden bzw. das Ganze selber nochmal hier verändern. Und dann geht's los hier unten, dass wir unsere Filter hier quasi haben und hier ist der erste große Unterschied, das habe ich ja auch schon im letzten Video gesagt. Man muss jetzt diese Filter nicht mehr einzeln hinzufügen, sondern sie sind alle quasi vorhanden und man aktiviert sie, indem man sie einfach anwendet. Zum Beispiel jetzt hier unter Wesentliches haben wir Aufhellen, AI Enhance, AI Structure. Unter AI Enhance zum Beispiel finden wir jetzt hier den Accent AI Filter und den Sky Enhancer. Das wurde jetzt hier, wie gesagt, alles so ein bisschen zusammengefasst, was ich sehr gut finde, weil es dadurch sehr viel übersichtlicher geworden ist. Also da ist man auf jeden Fall den richtigen Schritt gegangen. Wir haben jetzt also die Möglichkeit, Sachen schneller wiederzufinden und wir haben auch ein paar weniger Regler, weil manches meiner Meinung nach einfach doppelt war und das ist jetzt hier eine echt gute Verbesserung. Das heißt, ich kann jetzt hier mal anfangen, zum Beispiel mal den Accent AI Filter so ein bisschen zu verwenden. Ja, du siehst jetzt hier im unteren Bildbereich wird zum Beispiel ein bisschen was aufgehellt, im oberen Bildbereich wird ein bisschen was abgedunkelt. Ja, den kann ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen reinbringen. Der Sky Enhancer ist natürlich nicht vorhanden, weil wir hier nicht wirklich Himmel drauf haben. Okay, hier so ein bisschen Himmel wäre da. Das wird jetzt hier an der Stelle nicht erkannt, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Dann haben wir hier AI Structure. Das ist ja auch eins von den neuen Features. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz auch wieder zu gucken, wo können wir wirklich gut Struktur in das Bild reinbringen und natürlich nicht auf den Personen. Von daher, das funktioniert hier schon mal sehr gut. Du siehst also hier einfach, dass ich jetzt hier den Regler relativ stark aufdrehen kann. Erstens mal, die Struktur, die jetzt hier in das Bild hinzugefügt wird, ist relativ gemäßigt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und natürlich wird auch die Person hier entsprechend erkannt und nicht von dieser Struktur beeinflusst. Gerade so die Hautstrukturen werden hier nicht beeinflusst. So ein bisschen die Jacke natürlich, also wenn du jetzt mal auf die Jeansjacke hier achtest, die kriegt so ein bisschen Struktur. Aber halt, wie gesagt, nicht die Haut. Hier unten geht es jetzt zu Portrait. Und hier sind die Neuerungen drin, die ich dir jetzt eigentlich erstmal in diesem Video zeigen möchte. Nämlich einmal der Portrait-Enhancer und der AI-Skin-Enhancer. Ja, also zum einen können wir jetzt hier unsere Haut nochmal ein bisschen bearbeiten. Auch wieder mit künstlicher Intelligenz. Bedeutet, das Ganze wird automatisch maskiert. Wir müssen jetzt hier keine Haut auswählen, sondern das Ganze übernimmt Lumina für uns. Und wir müssen einfach nur sagen, wie doll diese Haut weich gezeichnet werden soll. Ich kann jetzt einfach mal zeigen, was hier passiert. Wenn ich jetzt diesen Regler mal nach oben drehe, dann wird diese Haut hier überall im Gesicht ein bisschen weicher. Und ich kann jetzt hier noch
AI Skin Defect Removal mit reinbringen. Bedeutet, dass dann hier so kleine Pickelchen und so weiter noch entfernt werden. Was ich auch eine ganz schöne Sache finde. Ich muss allerdings sagen, ich würde diesen Filter hier natürlich wieder nicht zu 100% reinbringen, sondern ich bin eher ein Freund davon, das Ganze ein bisschen schwacher zu lassen. Also ich würde jetzt hier mal so einen Wert von 35 vielleicht. Der reicht für mich eigentlich schon vollkommen aus. Wenn ich jetzt hier mal ein Vorher-Nachher mache, dann sieht man schon, dass da ein bisschen was an der Haut passiert ist. Hier oben, muss ich jetzt gerade mal sagen, gefällt es mir nicht ganz so sehr. Hier sieht man schon, dass hier tatsächlich was weggenommen wurde, was weggestempelt wurde automatisch. Und ich muss jetzt mal gucken, ob das hier an diesem Filter liegt. Ja, genau. Also, hier wurde dann tatsächlich der Pickel weggenommen. Das gefällt mir tatsächlich nicht ganz so gut, weil hier viel von der Hautstruktur weggenommen wurde. Also, das würde ich dann tatsächlich eher selber machen. Aber hier so die Stärke von dem Skin Enhancer, die kann man schon mal ein bisschen hochdrehen, aber wie gesagt, nicht zu doll. Also wenn man es jetzt hier auf 100% stellt, dann sieht das Ganze doch eher schon ein bisschen Barbie-Puppen-mäßig aus. Aber wenn man das Ganze jetzt hier mal so auf 35 bis 40 ungefähr packt, dann finde ich, hat man hier echt ein schönes Ergebnis, was man, wie gesagt, mit einem Regler machen kann, ohne dass man jetzt hier die Haut großartig maskieren muss, sondern das ist jetzt hier wirklich einfach nur ein Regler hochgezogen. Das ist der AI Skin Enhancer. Das ist die eine Neuerung. Wir können natürlich auch hier Masken bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt auch im Nachhinein noch sagen, ich möchte nur bestimmte Teile hier drin haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur das Gesicht haben möchte, aber die Hand, den Arm und auch den Bauch jetzt hier vielleicht davon außen vor lassen möchte, dann könnte ich das auch jederzeit hier mit entsprechenden Masken rausarbeiten und dann wirklich nur im Gesicht haben. Der zweite neue Filter ist der Portrait Enhancer. Und hier, da haben wir jetzt schon ein paar mehr Regler. Und das erinnert mich so ein bisschen an Photoshop, weil Photoshop hat sowas Ähnliches auch rausgebracht. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber auch dort gibt es das zumindest teilweise. Wir können zum Beispiel in Photoshop nämlich auch sagen, ja, wir möchten die Augen größer machen. Und das funktioniert hier auch. Ja, darf man auch wieder nicht zu doll machen, sonst sieht es ein bisschen alienmäßig aus. Aber es ist ja tatsächlich so, dass oft große Augen gewünscht werden, weil das einfach dem Schönheitsideal so ein bisschen entspricht, große Augen zu haben. Und deswegen gibt es jetzt hier auch einen Regler, Enlarge Eyes. Ja, das Ganze ist hier alles noch auf Englisch. Das, denke ich mal, wird dann alles auf Deutsch da sein, wenn es dann tatsächlich nicht mehr eine Beta-Version ist, sondern eine Verkaufsversion. Dann wird das Ganze hier auch auf Deutsch angezeigt werden. Aber jetzt mit der Beta-Version, die wir jetzt hier bekommen haben, ist das Ganze noch auf Englisch. So, also wir können hier die Augen ein bisschen größer machen. Was ich aber noch viel spannender finde, wir können hier das gesamte Gesicht auch dünner machen. Das darf man natürlich auch wieder nicht übertreiben. Du siehst jetzt hier auch, dass automatisch das Gesicht erkannt wird und dann, ja, wie auch in Photoshop im Endeffekt auch, das Ganze so ein bisschen zusammengeschoben wird. Da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass man hier die Kanten außen herum, dass die nicht komplett gewölbt werden. Sonst sieht man das relativ schnell, relativ stark. Aber ich finde, dass das hier echt eine gute Arbeit macht und wir wirklich mit ein paar wenigen Mausklicks hier das Porträt stark verbessern können. Das ist natürlich immer Geschmackssache, wie doll man es macht. Ja. Es geht relativ stark und das hängt natürlich auch immer vom Model und vom Foto ab, wie weit man das hier treiben möchte. Ich, wie gesagt, mache das Ganze gerne ein bisschen weniger. Aber natürlich für die Anschauung ist es natürlich besser, wenn man das Ganze ein bisschen doller macht. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier einfach mal so auf 45 ungefähr stellen. So, dann haben wir hier noch weitere Regler, wie zum Beispiel Face Light. Face Light, auch sehr cool. Das Gesicht wird automatisch erkannt und wir können das Gesicht automatisch aufhellen. Das ist immer, vor allem finde ich persönlich, dann schön, wenn man mit Gegenlichtaufnahmen arbeitet, wo das Gesicht ja relativ dunkel meistens ist, weil die Sonne von hinten auf die Kamera und auf das Objektiv strahlt. Und dann ist das Gesicht immer relativ dunkel. Entsprechend ist es dann besonders schön, wenn man hier mit Face Light arbeiten kann, um das Gesicht nochmal so ein bisschen aufzuhellen. Denn natürlich ist es so, immer die hellsten Stellen im Bild sind das, wo man als erstes hinguckt. Und gerade beim Porträt möchte man natürlich, dass man zuerst auf das Gesicht schaut. Von daher hier Face Light auf jeden Fall ein bisschen rein. Und jetzt zoome ich mal hier wieder ein bisschen weiter rein ins Gesicht, damit wir hier mal noch ein bisschen weiter gucken können. Also wir können jetzt hier zum Beispiel Red Eye Removal, das haben wir hier in dem Fall nicht, denn wir haben keine roten Augen hier. Das heißt, hier passiert erstmal gar nichts. Wir können aber zum Beispiel das Weiß des Auges hier ein bisschen doller machen. Je nachdem, wie doll man das natürlich macht, ist es wieder völlig übertrieben und es sieht völlig unrealistisch aus. Aber so ein kleines bisschen hier mal, so ungefähr 15. Dann haben wir das Ganze hier schon ein bisschen heller von dem Augenweiß. Und wir haben einen Eye Enhancer insgesamt,
der hier auch gerade das Innere des Auges nochmal so ein bisschen aufhält, was ich auch sehr schön finde. Auch hier muss man natürlich wieder aufpassen, nicht zu doll machen. Und darunter haben wir noch einen Regler, der hier so die Augenringe so ein bisschen entfernen soll. Sie hat hier kaum Augenringe, von daher passt das jetzt hier nicht wirklich. Aber du siehst auch hier so einen kleinen Effekt, wenn ich den mal reinbringe, dass das Ganze unter den Augen noch so ein bisschen aufgehellt wird. Also auch an der Stelle hier, das funktioniert gut. Wir haben auch hier noch einen weiteren Regler, der die Augenbrauen verbessern soll. Wenn ich den jetzt mal nach oben ziehe, dann siehst du, dass die Augenbrauen hier schön abgedunkelt werden, also auch hier nochmal gut betont werden. Auch das eine echt tolle Sache. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, unsere Lippen und unsere Zähne zu bearbeiten. Ja, Zähne zeigt sie jetzt hier in dem Moment nicht, aber hier, wir können zum Beispiel mal die Sättigung der Lippen hier weiter nach oben drehen und dann siehst du auch schon, wie hier die Lippen weiter gesättigt werden. Was mir jetzt hier so ein bisschen auffällt, um die Lippen herum, wird das Ganze auch so ein bisschen gelblich. Das heißt, da wird so ein bisschen die Haut mit gesättigt. Also das sollte man nicht übertreiben oder später nochmal mit einer Maske arbeiten. Also das funktioniert jetzt noch nicht so hundertprozentig, dass es da wirklich bei dem Lippenrot aufhört, sondern es geht so ein bisschen in die Haut mit rein. Naja, aber das wird vielleicht noch verbessert. Hier können wir die Lippen röter machen. Das funktioniert auch sehr gut, aber du siehst auch hier wieder so ein kleiner Übergang in die Haut rein ist vorhanden, also man sollte es nicht übertreiben. Wenn man das jetzt hier mal so auf 25 macht, dann sieht man das auch gar nicht so sehr, dass man da was gemacht hat, aber wenn man in die Extrem geht, ja, dann muss man damit rechnen, dass das hier dann zu sehen ist. Wir können das Ganze auch noch dunkler machen. Also im Endeffekt ist das ja jetzt hier nichts anderes als eine HSL-Tabelle für die Lippen, für den Rotbereich. Ja. Wir haben jetzt hier einmal die Sättigung, wir haben einmal den Farbwert und wir haben einmal jetzt hier die Luminanz. Im Endeffekt ist es nichts anderes als eine HSL-Tabelle für die Rottöne, die wir hier haben. Und das Ganze wird halt auf die Lippen maskiert. Und dann haben wir jetzt hier natürlich auch noch die Möglichkeit, unsere Zähne zu weißen. In dem Fall funktioniert das jetzt hier weniger, weil sie keine Zähne zeigt. Aber auch das ist möglich. So, das sind jetzt hier erstmal so die krassen Neuerungen, die ich dir heute präsentieren wollte. Also, wir sind von hier zu hier gegangen. Ja, es ist natürlich jetzt schon ein krasser Unterschied, wenn man jetzt mal so das Vorher-Nachher sieht und man muss sich überlegen, hat man da jetzt hier vielleicht schon ein bisschen zu viel gemacht. Für meinen Teil war es jetzt einfach mal ein bisschen Anschauungsmaterial, damit du siehst, was man jetzt hier tatsächlich mit dem neuen Portrait-Enhancer machen kann in Luminar. Man kann es natürlich auch noch deutlich mehr reinbringen, man kann es aber auch weniger machen. Also das ist komplett dir überlassen, wie viel du jetzt hier machst. Aber wir haben hier wirklich die Möglichkeit, mit relativ wenig Mausklicks und relativ wenig Zeit doch hier tatsächlich das Porträt nochmal stark zu verbessern. Wir können jetzt hier auch nochmal reingehen in ein anderes Porträt, was ich sehr, sehr eng geschossen habe. Ist vielleicht ein bisschen zu eng geworden, aber naja. Da möchte ich dir dann jetzt hier nochmal kurz ein paar Sachen zeigen, wo Luminar vielleicht im Moment noch an seine Grenzen stößt. Nimm zum Beispiel jetzt hier, wenn ich das Ganze so eng geschnitten habe, so eng fotografiert habe und wir jetzt hier zum Beispiel das Gesicht schmaler machen wollen, dann siehst du, was passiert, dann kriegen wir nämlich hier Ränder an den Seiten vom Bild, das man dann natürlich beschneiden müsste irgendwie. Ja, also wenn man nicht genug Bildmaterial außen um das Gesicht herum hat, dann wird das Ganze mit dem Gesicht hier schmaler machen schon etwas problematischer. Das ist eine Sache, wo das Programm noch so ein bisschen an die Grenzen stößt, aber wie ich finde, trotzdem insgesamt, muss man ja das Gesamtergebnis sehen, macht es schon eine erhebliche Arbeitserleichterung. Also wir haben jetzt hier wirklich schon die Möglichkeit, relativ schnell sehr, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du Bock auf Luminar 4 hast, der erste Link in der Videobeschreibung, dort kannst du das Ganze entsprechend vorbestellen und auch aktuell noch sehr viel Geld sparen. Wenn ich weitere Videos zu Luminar 4 machen soll, wenn du Fragen hast, wie auch immer, schreib es einfach unten in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten bzw. weitere Videos dazu zu produzieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Mach's gut. Ciao.